Heute schauen wir uns die besten Autos unter 10.000 Euro an. Viel Spaß bei diesem Video. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute schauen wir uns, wie gesagt, Autos unter 10.000 Euro an, die sowohl unter 150.000 Kilometer auf der Uhr haben und im Unterhalt auch relativ kostengünstig sind. Schreibt mir gerne euren Favoriten in die Kommentare oder welches andere Auto ihr auch gerne nehmen würdet. Und abonniert gerne meinen Kanal, um mich zu unterstützen und um nichts mehr zu verpassen. Dann würde ich aber sagen, legen wir direkt mit dem ersten Auto los. BMW 3er E90. Der BMW 3er der E90-Baureihe wurde von 2005 bis 2013 gebaut. Er wurde als Limousine, Kombi, Coupé und Cabrio gebaut. Unter 10.000 Euro würde ich euch jedoch die Limousine und den Touring, also den Kombi, als Facelift empfehlen. Diesen bekommt man dann mit unter 150.000 Kilometern, irgendwas zwischen 150 und 200 PS und oft mit Standardausstattungen wie zum Beispiel Xenon, Navi, Sitzheizung oder PDC. Vor allem als Facelift finde ich, sieht der Wagen immer noch relativ modern aus, da er eine neue Scheinwerferoptik hat. Außerdem sind bei dem Facelift-Modell viele Probleme, die das Vor-Facelift-Modell hatte, nun schon ausgebessert. Dinge wie eine Klimaanlage, elektrische Fensterheber, ein Radio mit 6 Lautsprechern waren hier serienmäßig. Kommen wir dann direkt zum Gegenstück vom 3er BMW. Mercedes-Benz C-Klasse W204. Die Mercedes C-Klasse der W204-Baureihe bekommt man schon weit unter 10.000 Euro und unter 150.000 Kilometern. Meistens ist hier dann der 200er Kompressormotor verbaut, welcher 184 PS leistete. An sich ist dieser auch ein grundsolider Motor. Bei der 204-Baureihe sagen viele, dass es sich um den letzten echten Mercedes handelt, zumindest von der Qualität her. Die Bauteile sollen alle grundsolide sein und viele Dinge, die beim 204 falsch gelaufen sind, wurden von Mercedes bereits auf Kulanz verbessert. Ein Facelift-Modell zu finden, das unter 150.000 Kilometer hat, wird unter 10.000 Euro schon relativ schwer, ist aber dennoch möglich. Ich würde aber vielleicht eher zu einem Vor-Facelift-Modell unter 10.000 Euro greifen. Auch bei der C-Klasse waren Dinge wie eine Klimaanlage, Einparkhilfen und ein Navi meistens verbaut. Kommen wir jetzt zu einem eher unbekannteren Auto. Alfa Romeo Giulietta. Der Alfa Romeo Giulietta ist auf unserer Liste der neueste Wagen. Er wurde nämlich von 2010 bis 2020 gebaut und man bekommt Modelle von 2014 mit 100.000 Kilometern schon für unter 10.000 Euro. Oft ist hier dann ein 2-Liter Dieselmotor verbaut, welcher 150 PS leistet. Meinem Geschmack entspricht der Wagen zwar jetzt nicht komplett, aber wer Lust auf ein selteneres und ausgefalleneres Auto hat, der ist beim Giulietta eigentlich relativ richtig. 2010 erreichte der Wagen im Euro-Crash-Test sogar 5 von 5 Sterne. Dann kommen wir jetzt direkt zum letzten Auto auf unserer Liste. VW Passat B7. Der VW Passat B7 wurde von 2010 bis 2015 gebaut und gehörte der Mittelklasse an. Er war sowohl als Limousine als auch als Kombi verfügbar. Für unter 10.000 Euro bekommt man Modelle mit ca. 130.000 Kilometern und dem 1,4 Liter TSI-Motor, welcher 160 PS leistet. Zum Teil haben diese Autos auch eigentlich eine nicht so schlechte Ausstattung. Und vor allem als Limousine ist der Wagen ein in Deutschland nicht so oft vertretenes Auto, da hier die meisten Leute ein Kombi fahren. Ein Vorteil dieses Autos ist auf jeden Fall, dass hier verbreitete VW-Technik verbaut wurde und somit Reparaturkosten oder ähnliches überschaubar bleiben. Meiner Meinung nach sieht auch dieser Wagen wieder relativ modern eigentlich noch aus, vor allem mit den Xenon-Scheinwerfern. So, das war's jetzt wieder von dem Video. Ich persönlich würde mich wahrscheinlich entweder für den W204 Mercedes oder für den Passat entscheiden. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, welches Auto ihr nehmen würdet und abonniert gerne meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, euer EA McKay.